Matti Shemuelov ist ein jüdisch-arabischer Autor aus Haifa in Israel. Seine jüdischen Vorfahren kommen aus arabischen Ländern wie Syrien, Irak und Iran. Seit vielen Jahren lebt der 52-Jährige in Berlin und war auch am 7. Oktober 2023 in der deutschen Hauptstadt. Als er vom Angriff der Hamas erfuhr, konnte er dies kaum begreifen. Das war ein großes Schock und ich erinnere mich, dass am Anfang man kann nicht verstehen oder glauben diese Nachrichten, dass so viele Leute gestorben hätten und der Hamas conquered diese ganze Teil von Israel in der Süden und es gibt keine Armee zu schützen diese Leute. Ein Jahr später ist Matti Shemuelov vor allem traurig und noch immer erschüttert. Mit dem Schreiben von Gedichten und Essays versucht er sich zu helfen und die richtigen Worte zu finden. Denn der 7. Oktober und der aktuelle Krieg beschäftigen ihn täglich. Dabei macht er sich nicht nur Sorgen um sich, seine Familie und seine Verwandten in Israel. Auf beiden Seiten gäbe es Traumata und eine große Traurigkeit. Manchmal kann ich nicht schlafen. Ich sorge vor meiner Familie in Israel, aber ich sorge vor der ganzen Region. Und ich sorge auch vor die Palästinenser, Leute, die hat keine Verbindung mit der Hamas und gestorben hätten. Und mit den Leuten in Lebanon, die haben keine Verbindung mit der Hezbollah und müssen jetzt fluchen nach Nord-Lebanon. Und natürlich, ich habe auch Angst hier zu meiner Zukunft auch. Seit dem 7. Oktober hat Matti zu einigen Freunden und Bekannten keinen Kontakt mehr. Mitglieder seiner jüdisch-arabischen Schriftstellergruppe Anu treffen sich zwar immer noch persönlich. Doch das Zusammenleben von Juden und Arabern in Berlin habe generell sehr gelitten. Viele Menschen würden sich gegenseitig nicht mehr vertrauen. Und viele Jüdinnen und Juden seien sehr vorsichtig geworden. Es gibt Leute, sie haben Angst zu sprechen Hebräisch hier. Es gibt Leute, sie haben Angst zu treffen, sich mit jüdischen Instituten zum Beispiel zu gehen, zu Synagoge oder andere Bereiche. Matti Shemuelov ist es wichtig, sich weiter mit beiden Seiten zu beschäftigen und auch für sie einzusetzen. Nicht für die Hamas, aber für jene Palästinenser, die sich friedlich engagieren. Sowohl bei palästinensischen Protesten für einen Waffenstillstand als auch bei israelischen Protesten gegen den Krieg war er schon dabei. Insgesamt versteht er sich als Friedensaktivist und gibt die Hoffnung nicht auf. Derzeit sei jedoch kein Frieden absehbar. Mit dem Massaker kommt diese Dunkelheit und Leute sind blind jetzt vor vielen Jahren, denke ich. Ich denke, ich kann jetzt schreiben und versuchen, Frieden zu bringen, aber vielleicht das kommt nicht in meine Zeit, obwohl das ist meine Glaube, weißt du? Das ist ein Teil von meiner Traurigkeit. RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.